Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Review. Heute beschäftige ich mich mit der Amiga-Version des Spiels Prehistoric. Das Spiel wurde von Titos entwickelt und 1991 veröffentlicht. Neben der Amiga-Version ist das Spiel auch für den Amstrad CPC, den Atari ST, den IBM PC sowie für das CDTV erschienen. In Prehistoric steuert ihr einen Höhlenmenschen, der seiner Arbeit nachgeht. Um eure Familie zu ernähren, seid ihr als Jäger und Sammler auf der Suche nach reichlich Nahrung. Dabei habt ihr zu Beginn eine Keule, um eure Mahlzeit zu erlegen. Da aber keines der Tiere auf eurem Teller landen möchte, setzen sich diese zur Wehr und ihr müsst gezielt zuschlagen, um nicht selbst gefressen zu werden. Aber nicht nur vom Fleisch könnt ihr zehren. Auch Eier oder Gemüse machen euch satt. Dieses findet ihr nicht nur an der Oberfläche, sondern ihr könnt auch in manchen Höhlen ganze Lager finden, die ihr ausräubern könnt. Um den Weg zu eurer Familie zurückzufinden, ist es notwendig, jeweils bis an das Ende eines Levels zu laufen. Hierbei müsst ihr nicht nur waghalsige Sprünge über Abgründe wagen, sondern habt manchmal keine andere Wahl, als eine Flugeinlage zu riskieren. Dabei erscheint auf eurem Weg ab und zu auch ein Medizinmann, der euch nützliche Extras wie zum Beispiel eine verbesserte Waffe, Sprungstiefel und vieles mehr gibt. Seid ihr am Ende eines Levels angelangt, ist es noch wichtig, dass ihr auf euer Futometer schaut. Erst wenn dieses komplett aufgefüllt ist, habt ihr genug Nahrung und ihr könnt das Level verlassen. Allerdings müsst ihr hier noch einmal auf der Hut sein. Nach jeder Welt wartet ein großer Endboss auf euch, der besiegt werden möchte. Prehistoric ist ein schön gemachter Plattformer. Er bietet dabei von der Spielemechanik zwar nichts Außergewöhnliches, aber besticht mit vielen witzigen Ideen und Animationen, die euch für eine ganze Weile unterhalten werden. Für mich eine Empfehlung für jeden, der Plattformer mag. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.